is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Überraschungen im Himmel. Nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Häufig betrachten wir gerade solche als hoffnungslose Fälle, die Christus zu sich zieht. Viele werden im Himmel sein, die nach Ansicht ihrer Nachbarn nie hineinkommen würden. Der Mensch urteilt nach Äußerlichkeiten, Gott aber beurteilt das Herz. Einige der Erlösten werden sich erst in ihren letzten Lebensstunden an Christus geklammert haben. Im Himmel werden dann diese Menschen unterrichtet werden, die bei ihrem Tod den Erlösungsplan noch nicht vollständig begriffen haben. Als Jesus in seinem Todeskampf am Kreuz hing, erreichte ihn ein tröstender Lichtblick. Das Gebet des reumütigen Diebes in Jesus, geschlagen und verspottet am Kreuz, sieht er das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hoffnung und Angst mischen sich in seiner Stimme, als der hilflos Sterbende sich völlig dem sterbenden Erlöser hingibt. Jesus, denk an mich, schreit er, wenn du mit deinem Reich kommst. Sofort kam die Antwort: Wahrlich, ich gebe dir schon heute die Zusicherung, du wirst einst im Paradies mit mir zusammen sein. Solch ein Glaube wird vielleicht durch die Arbeiter versinnbildlicht, die erst in der 11. Stunde kamen und doch ebenso viel Lohn erhalten wie die anderen, die viele Stunden lang gearbeitet haben. Der Dieb bat vertrauensvoll, reumütig, ja zerknirscht. Er bat so ernsthaft, als hätte er voll und ganz erfasst, dass Jesus ihn retten könnte, wenn er wollte. Die von Christus im Gericht gelobt werden, haben vielleicht nur wenig Ahnung von Theologie, doch haben sie seine Prinzipien geschätzt. Unter den Heiden gibt es Menschen, die als Unwissende Gott anbeten. Leute, zu denen das Licht nie durch menschliche Werkzeuge gebracht wurde. Und doch werden sie nicht verloren gehen. Obwohl sie das geschriebene Gesetz Gottes nicht kennen, haben sie seine Stimme in der Natur vernommen und haben das getan, was das Gesetz fordert. Ihre Werke beweisen, dass der Heilige Geist ihr Herz berührt hat. Sie werden als Kinder Gottes anerkannt. Wie überrascht und erfreut werden die Einfachen und wenig Entwickelten unter den Völkern und unter den Heiden sein, wenn sie von den Lippen des Heilandes die Worte hören: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wie glücklich wird das Herz der unendlichen Liebe sein, wenn seine Nachfolger bei seinen lobenden Worten überrascht und freudig aufblicken. The Lord is coming. Are you ready?